Hallo, willkommen zu einer neuen Folge Traincraft. Traincraft Folge 6. So, einmal kurz in die Perspektive wechseln. So. Stoppuhr ist gestartet, okay. So, ich starte jetzt mal eine Stoppuhr, damit die Videos nicht so lang werden. Und wie ihr wisst, natürlich, wie immer, der Shader raus. Ich habe es immer noch nicht geschafft, einen Shader zu finden. Also ich suche und suche und suche, aber ich finde keinen. Naja, gut. So, wir fahren mit unserem kleinen Arbeitswagen mal los. Und immer dann, wenn wir aufnehmen, regnet es. Toll. So, also, wir brauchen das Steak. Zack. Und attached. So, dann brauchen wir Kohle. Frage ist gerade, ob man Coal Dust benutzen kann. Nein, kann man natürlich nicht. Coal Dust geht nicht. Diesel geht wahrscheinlich auch nicht. Ich gucke mal, ob es hier vielleicht was gibt. So, hier gibt es auch so ja, Sachen, die sowas herstellen. Graphit. Graphit wird auch nicht gehen, oder? Nein. Okay, dann nehmen wir wahrscheinlich ganz normale Kohle, wie es aussieht. Ja. Ganz normal Kohle. Aber wieso mache ich das nicht gleich? Hey, okay, na gut. So. Und wir brauchen auch noch Wasser. 1, 2, 3. So, könnte sein, dass man mein Handy vibrieren hört in der Aufnahme, weil leiser als Vibration kann man es leider nicht machen. So, ich würde sagen, in der Zeit, wo wir hier schön fahren, stelle ich mal. Moment. So, erstmal das Mikrofon höher. So. Oh Gott. Schnell. Den Zug bekommen wir. Schnell. Und zack. Okay, also wir können schneller als 30 km/h laufen. Ist auch schon mal lustig. Hier ist jetzt die Strecke, wo die Schienen verbuggt sind. Da habe ich auch noch keine Lösung bekommen. Und ja, wird wahrscheinlich so sein, dass ich alle abbauen muss und wieder neu bauen muss. So, jetzt ist hier die Kurve, die unscheinbare. So. Achtung, Huhn ist tot. So, und hier geht's weiter. So, dann ist hier die kleine Brücke und hier sind viel zu viele Bäume. Okay, so, hier ist wieder weg, wieso auch immer. Also, den Bug kapiere ich null. Nicht so. Jetzt geht's hier rum. Und gleich da vorne runter. Also, ich finde, eigentlich ist die Strecke ziemlich gut gelungen. Und langsam bremsen. Oh, nicht nur langsam, sondern ziemlich schnell bremsen. Nein, nein, nein. Nicht immer runterfallen am Ende. Und runterfallen. Verdummt. So, dann linke Shift. Wieder in das normale gehen. So. Und Zug einmal weg. Jetzt, wieso sind... Das kapiere ich nicht. Wieso diese scheiß Schienen hier immer wegbuggen? Wow, Hilfe. Liegt das am Shader? Liegt das an keine Ahnung was? Bis hierhin geht's okay. Oh, ey. Ey, wo? Jung. Ja, wow. Ich glaube, da mache ich dann eine extra Folge, wo wir alles replacen. Oder ich mache das off-cam, was vielleicht ein bisschen schlauer wäre. Dann brauchen wir jetzt, genau, lange Gleise. Lustige Statistik ist auch, wir brauchen 4 Minuten, um die Strecke zu befahren. 4 Minuten. So.
So, das mache ich jetzt einfach, weil ich keine Lust habe, hier mal hoch und runter zu bauen. So. Müsste reichen. Oh Gott, die Tür knarrt. So, dann einmal so und so hier lang. Und das hier abbauen. So, jetzt muss hier anscheinend eine Brücke gebaut werden. Ja. Bisschen unrealistisch, aber egal. Komm schon so. Okay, so, so, so und noch mal so und die Überfahrt ist fertig. So, dann legen wir hier die Schienen hier und hier. Also hier in den Baufolgen ist noch nicht so viel. Ich finde aber, wir sind schon ziemlich weit gekommen. Also, so. So, einmal schnell Tag. Was habe ich denn? Hä? Ah, okay. Ach, kommt schon, geht hier runter. Mein Gott. Scheiß Tiere, so. Auch weg, bitte. Ich will hier bauen. So, jetzt ist hier die Frage, was machen wir hier? Ich vermute mal, dass wir... Also, wir kommen von da vorne und sind jetzt hier. Dann wahrscheinlich hier rechts rum. Dann hier lang. Da durch den Wald. So, okay, dann eine, ist das schon eine Large Turn? Kann ich nicht noch eine Very Large Turn? Boah, diese Tür, Moment, ich gehe mal kurz gucken. So, mein Gott, jetzt ist es aber aus das Gequietsche. Die scheiß Tür war auf und hier ist irgendwie Durchzug. Keine Ahnung warum. Okay, das passt eigentlich genau. Und einmal Medium, Medium, da, Medium. Und rum. Und wieder Medium. Perfekt. So, dann würde ich sagen, einmal hier mit Long rum. Nochmal Long. Oh Gott, so. Und so, Moment. Immer die innere Kurve zuerst. So, so. Und so. So. Okay. Mir fällt gerade auf, wir könnten mal
Entweder hier oder da. Hier. Wir bauen hier mal einen Bahnhof hin. Weil da vorne ist ja erst der zweite und hier schon der dritte, beziehungsweise was heißt schon? Erst der dritte. Das wird dann ein größerer. Ach, Kuh, komm, bitte weg. Alter. Hier, das wird dann auch eine größere Stadt, also würde ich sagen, bauen wir den ein bisschen aus. Das heißt, wir brauchen mal eine Weiche. Komm, Alter. Eine Parallel-Switch. Oh Mann, diese Kuh. Perfekt. Numero unos. Und dos. Und dann würde ich sagen, einmal die ganz kleinen Gleise rein. So, dann haben wir das schon mal gleich. Dann nur noch so. Das hier dann abbauen. Hier ist Lehm. Lustig. Ey, dieser Regen. Wieso muss es immer regnen? Hier ziemlich viel Lehm sogar. So, also. Hier ist weg. Und einmal kurz gucken. Okay. So. Dann würde ich sagen, 1, 2. Und der See wird zugemacht. Dann müssen wir nur hier den Ballast irgendwie wegbasteln. Okay, das hier wird dann ein Bahnhof sein, wo auch die größeren Züge anhalten. Sprich ICE, Fernzug, sonstiges. Oh Gott, so. Eins, zwei. Also der schon etwas größer. Oh, diese Kuh, die Tiere nerven, dass man die nicht ausmachen kann. Ich wette, man kann sie irgendwie ausmachen, aber ich bin zu blöd herauszufinden, wie. Das ist lang genug. Ich glaube sogar nicht mal unser Hauptbahnhof ist so lang. Jetzt ist das einzige Problem. 1, 2. Einer noch. Und. Okay. Okay, so. Medium, small, small. Medium, klein und klein. So, das Problem ist hier jetzt, da ist dieser Ballast. Ich glaube aber, den lassen wir und wir füllen den Rest einfach nur noch aus und fällt das nicht mehr so aus. Beziehungsweise hier ist ja eigentlich E-Bahnsteig, den ich jetzt bauen werde. Das heißt, dieses Mal, das wird eine etwas längere, größere Folge. Da gucke ich mal, was wir nehmen. Also Stone. Ja, hier die wahrscheinlich. Was ist das denn? Slate Waggon. Okay. So, ab hier so am besten. So, das Praktische ist, wir brauchen nur drei, naja gut, ein bisschen mehr als drei Bahnsteige.
Mir fällt auch gerade auf, an unserem Hauptbahnhof fehlt ein Übergang. Weil wie will man dann zum Beispiel, also realistisch, von dem Bahnsteig zu dem kommen? Weil normalerweise kann man ja nicht über die Gleise. Das heißt, entweder unterirdisch oder überirdisch. Ich würde sagen überirdisch. Und passt. So. Okay, das ist natürlich scheiße. So, 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 so und so. Und ich mach mal schnell den Regen. Oh Gott. Weg. Nur sprechen und schreiben funktioniert nicht so ganz. Trotzdem irgendwie düster Moment. Naja. Irgendwie düster habe ich so ein bisschen das Gefühl, aber egal. Genau hier. Ich glaube, den Bahnhof werden wir dann noch irgendwann größer bauen. So und so. Und es wird definitiv eine XXL-Folge. Also willst du wieder über Nacht hochladen. Zum Glück ist das Rendern nicht so blöd. Also nicht so lange. Nicht so zeitaufwendig. Ich würde sagen, das sieht schon ganz gut aus. Wir bauen dann, wenn wir das größer bauen, was ich aber auch glaube, noch hier einen Bahnsteig hin oder da einen Bahnsteig. Wahrscheinlich eher, ja, hier oder da. Dann gucken wir mal, welche Richtung wir die Stadt bauen. Wahrscheinlich so darüber oder darüber. Aber ich glaube eher darüber, weil das ist flach. Naja, egal. Gucken wir dann. Am Ende. Geh weg, Pferd. Ach komm, jetzt geh weg. Mann, ey, was sind denn hier so viele Pferde? Weil die irgendwie am Zaun bauen. So ein großer Bahnhof direkt nach einer Brücke sieht auch irgendwie lustig aus. So, ja. Gut, ich glaube, hat gar keinen Sinn mehr, nach da hinten zu fliegen. Naja, gut. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Ja, ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und könnt ihr machen, um keine Videos mehr zu verpassen. Lasst gerne auch einen Kommentar da, was ich noch verbessern könnte oder einfach was ihr wollt, irgendwie schreiben. Auch gerne was Nettes oder irgendwie Verbesserungsvorschläge, wie gesagt. Ja, würde ich sagen, lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr wollt. Ein Abo wäre cool. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.